Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero HD Remaster. Wir haben eine weiße Statue gefunden. Wie, das brauchen sie jetzt nicht. Was ist da los? Ich dachte, die kann ich jetzt hier absetzen. Kann ich nicht. Ja, auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, dann hoppala. Ah doch, ich kann es absetzen. Na dann. Das ist nicht ganz richtig. Da fehlt noch ein Gegenstück. Wo sind jetzt die doofen Farbbänder, sag mal? Die sind doch hier. Nee, auf dieser Ebene ist nichts mehr. Da müssen die doch unten liegen. Gut und Böse im Gleichgewicht. So, schwarze Statue. Einpacken, bitte. Jetzt schauen wir nochmal. Wo sind die blöden Farbbänder? Da, die liegen direkt vor mir. Na denn? Warum sehe ich die nicht? Komm, Becky. Wo sind die? Ich sehe sie echt nicht. Bin blind und blöd. Da sind sie! Genau im Bildübergang liegen die. Wie soll man die denn finden? Okay. Soll ich den Granatwerfer hier lassen? Ich weiß nicht, ob das... Wäre eigentlich eine gute Idee, schätze ich mal, aber... Naja, ich gehe wieder hoch. Da lag... Oh, warte mal, das rote Kraut kann ich eigentlich gleich mitnehmen dann. Nee, komm, ich werde sie ablegen, die Granatflunz. Ja. So, holen wir uns erstmal das rote Kraut. Gut. Gehen wir da auf Billy. Ich lasse jetzt, glaube ich, Rebecca immer draußen stehen, wenn er einen Raum sauber macht. Denn sie ist da echt unbrauchbar. Da kriegt sie wieder nur auf Matt, ne? So, und hier stellen wir jetzt mal die schwarze Statue rein. Was zwar nichts bringen wird, da wir immer noch im Ungleichgewicht sind. Aber immerhin haben wir die jetzt mal den Platz zugewiesen, wo sie später stehen muss. Da seht ihr? Der Flügel stört halt. Ich hätte auch gar nicht in den Raum reingehen müssen mit diesen Schaben. Na, verdammt. Ich hoffe mal, das geht gut. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespeichert. Müsste ich nämlich alles nochmal machen. Das wäre sehr ärgerlich. Guck mal, da vorne ist auch noch eine Tür. Ach nee, da kommen wir ja her. Haha. Warte mal, ich bleib mal hier stehen. Let's split up. Okay. Und Rebecca geht mal da runter, an den Käfig. Denn hier seht man, da liegt ja noch was drunter. Das Gerät hat die Kette aufgewickelt. Hier. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Ja. Machen wir das mal. Ah, guck mal an. Guck mal an. Whoa. What the fuck? Ich bin tot. Oh Mann, warum? Resident Evil. Wollt ihr mich verarschen? Zero. Nein, oder ist jetzt nicht euer Ernst? Ich muss vom... Ah! Okay Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich nachgespielt habe. Ich bin so dumm. Oh! Oh Leute, ich bin gerade noch beim Nachspielen, aber ich habe hier einen Text gefunden. Seht mal, habe ich vorher nicht gelesen, glaube ich. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument, die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsorte E1, W, Kontrollraum, also westlicher. E2, südöstlicher Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0815. Vielen Dank. Ja, Hinweis für alle Mitarbeiter, 0815. Fantastisch. Ah, so, jetzt aber. Ich habe ein bisschen was ausgelassen. Ich war noch nicht in dem Bad, wo der Egelmann kommt. Und ich war jetzt hier noch nicht den Granatwerfer holen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so wild. Das machen wir dann alles nach und nach. I'll check it out. Roger. Und du wartest kurz hier, mein Liebchen. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Starten wir mal.
Diesmal gehe ich nicht runter mit Rebecca. Es könnte nämlich sonst wieder ziemlich schmerzhaft werden für beide. Also eigentlich nur für Rebecca, aber naja. Die Alte wird auf jeden Fall sterben. Die Junge, das Mädel. So, dalle. Da liegt's. Was auch immer das ist. Es ist ein Anlagenschlüssel, ein Feuerschlüssel. Sieh mal an. Oh Gott. Habe ich ja ganz vergessen. Scheiße. Ich habe nichts dabei. Oh Kacke. Ist er. Oha. Das ist Rebecca. Ey. Ey. Er ist noch gesund. Okay. Ich tue doch, was ich kann, Mädchen. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Bleib stehen. Ah, nee. Oh, er ist schon schwer verletzt. Scheißvieh. Aha. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach funktioniert. Schluss mit Schabernack. Wollt's gerade sagen, du. Eieieiei. Ich habe keine Munition mehr und Billy ist kritisch, aber das passt schon. Yes. Haben wir doch gut gemeistert, du, das Vieh. Chuck. Chuck, Rebecca, Chuck. I'll go alone. Okay. Let's regroup. Roger. Nee, sie kommt natürlich mit. Hat sie den Schlüssel? Warte mal, hab ich's ganz vergessen hier. Den Schlüssel hat sie ja, ne? Okay. Da kommen aber die Krähen, deswegen will ich jetzt... Oh, warte mal, warum hat sie keine Knarre ausgerüstet? Wie mies eigentlich, ne? Hängst du die ganze Zeit an diesem riesen Tausendfüßler? Ich glaube, wir könnten mal speichern gehen, oder? Kommen wir da noch runter? Nee, will er nicht. Ist vielleicht doch besser so. Okay. Der Wasserschlüssel ist da drinnen. Da gehe ich noch nicht rein. Wir gehen erstmal hinter zur Feuertür. Aber, wie gesagt, vorerst mal speichern, weil... Ihr habt gesehen, wie schnell das gehen kann. Ich meine, ich habe es ohne Heilung geschafft, doch trotzdem wäre es beinahe zu Ende gewesen mit Billy. So, ich habe mir ein bisschen umarrangiert, wie ihr seht. So. Gut, sie hat die Heilung. Sie hat das Farbband. Deswegen gehen wir mal speichern, Rebecca. So. Eieieiei. Ich glaube, ich bin viel schneller als beim ersten Mal, als ich es gespielt habe. Rebecca! Halle! Immer nur die liebe Becky. Darf spielen. Darf speichern und alles. So, hier war ich ja noch nicht drin. Da hole ich jetzt noch schnell... Da hinten war doch auch die Feuer... Nee, da war das Bild einer Uhr drauf, genau. Da war nur dieser hässliche Egelfutzi gleich.
So. Schön vorsichtig. Hat sie auch zwei Plätze? Nee. Kriegst du auch noch alles. Ich glaube, damals habe ich hier richtig Schiss gehabt auf der Toilette, weil da konnte jederzeit was kommen. Und kommt ja auch im Endeffekt. Gut, jetzt nehmen wir uns noch das Benzin. Und hauen ab hier. Ah, geh weg. Ah, oh, wieder schon zittert. Das ist so widerlich. Wenn ich echt noch wüsste, wofür das Benzin ist. Ich habe es noch nicht gelesen, falls ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt. Kann ich nicht sagen. Ha. Aber ich werde nochmal, bevor ich da oben weitergehe mit dem Schlüssel, werde ich erstmal hier hinten den Weg freimachen, denn man kann sich ja noch einen Rückweg schaffen. Also das heißt ein Rückweg, es ist halt noch ein Weg verfügbar. Neue Zombies? Ah, natürlich ist wieder ein neuer Zombie da. Zwei neue Zombies. Komm, Rebecca, schnell. Wir gehen einfach durch. Scheiß auf den Kerl. Die spawnen eh immer wieder nach, glaube ich. Bis zu einer gewissen Spanne eben schon, ne? Warte mal, hier war ich noch gar nicht. Hier muss ich aber, glaube ich, erst später was machen. Oh, Dampf. Nee, nee, dann. Nee, lass mal. Lass doch mal. Lass mal weg hier. Dab nochmal. Das ist Kamera, ne? Da lobe ich mir doch eher die Panzersteuerung manchmal. Und ich finde es sehr cool, dass die Fenster spiegeln. Das war damals auch schon so. Fand ich sehr geil. Sehr, sehr schönes Detail. Huh. Freeze. Oh, da ist schon wieder eine Knusperbanden-Mitglied. Wir klettern hoch, komm. Ich vermisse hier so ein bisschen die Itemkiste. Die war immer richtig gut. Ah. Oh je. Ah. Oh Gott. War ja klar, dass der aufsteht daneben. Ihr Spackos. Oh. Oh, lalalala. Haut ab. Ach du Scheiße, da kommt ja noch einer. Weg mit euch. Rebecca, lauf. Lauf, Mädchen. Lauf, lauf, lauf. Ihr Arschbratzen. Oh Gott, sind die schnell. Oh, komm schnell weg. Rebecca. Das war's, oder? Boah. Na gut, aber hier haben wir noch ein paar Kräuter, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Wer hat denn Platz von euch beiden? Rebecca natürlich, ne? Und sie hat als einzige noch ein paar Schuss übrig. Verdammt. God damn. Naja, das dient eigentlich auch nur dazu, dass man sich hier den Weg mal aufmacht. Oh Mann, ey. Ich dachte, ein Kopftreffer tötet sie. Also man kann ihnen direkt den Kopf abschließen, aber das geht wohl nicht immer. Ja, die Tür war verriegelt und jetzt haben wir sie aufgeschlossen. Wir sollten uns in Zukunft auch jedweden Umweg sparen. Denn da müssen wir eigentlich nur mehr Gegner bekämpfen mit. So. Gehen wir nochmal speichern, oder? Diese Chipkarte, ich würde echt gerne wissen, wofür die gut ist. So.
Ne, wechseln wollte ich. Da, mit der Taste. Wunderbar. Dann geht's weiter, komm. Ah. Okay, musste kurz lauschen, aber ich hab den abgeknallt. Da ist die Tür. Und das war der Schlüssel. Es gibt noch eine Holztür aus... mit Feuer quasi. Oha. Dieses Foto zeigt einen Ältlichen in seiner Arbeit vertieften Gelehrten. Dieses Foto zeigt den Bau einer Brücke. Die Bücher sind willkürlich angeordnet. Einige sind wohl aus dem Regal genommen worden. Kann ich da draufsteigen? Ja. Seht mal da. Munition! Nehmt doch die Munition. Wow. Ich kann es nicht tragen. Verdammt nochmal. Ja, dann gebe ich ja wohl lieber den Schlüssel zurück, ne? Der lieben Becky. Warte mal, ist hier? Ne, das ist der einzige Raum, okay. So. Alles klar. Holen wir uns jetzt erstmal die Muni. Die Muni und laden nach. Immerhin etwas. Wieder ein bisschen Schuss. So, was haben wir hier? Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich völlig unfähige Auszubildende. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Marcus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's, Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Ja, es schürt natürlich so ein bisschen den Hass, aber gleichzeitig auch die Konkurrenz. Der Globus ist äußerst gut gearbeitet, aber so alt, dass er sich ja kaputt geht, wenn sie ihn drehen. Was haben wir hier? Einen Kamin. Kann ich den vielleicht anzünden? Nee. Für was hast du denn Zippo dabei, wenn du es nicht benutzt, Mensch? Sag mal an. Da ist ein Schalter. Oha. Ah, ich wollte schon sagen, warte mal, da blinkt jetzt was. Diese Dinger kennen wir ja schon. Ausgerechnet immer im... in der... Hallo, geh mal bitte weg, Mädchen. Ausgerechnet immer im Elchskopf. Das war im ersten Teil auch schon so, also Resident Evil 1. So. I'll go alone. Roger. Du musst mir nicht immer auf Schritt und Tritt folgen, Rebecca, ne? Das weißt du schon. Guck mal, als wäre das hier so ein dicker Steinquader. Das ist ein leichter Holztisch. Und, was haben wir? Hier scheint etwas zu sein. Das Ding sieht voll bedrohlich aus. Ah, ein Uhrzeiger. Come on. Roger. Rebecca hat doch noch Platz frei. Und? Sehr gut. Eine Eisennadel. Hm. Wo war hier die Uhr? Wahrscheinlich kommen jetzt schon wieder neue Zombies. Das kennen wir doch schon alles. Die Pennergesichter. Nee. Nee, nichts. Na gut, Leute, Part Ende. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Resident Evil 0 HD Remaster. Bis zum nächsten Mal.